Autos sind da, Helfer sind da. So können wir beginnen. Fahrer und Helfer, Achtung. Wir starten innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Start. Das erste A-Finale Modified gewann Frederik Südhoff vor dem Ronald. Ronald jetzt schnellste Rennrunde gefahren, 11,76. Auf der 3 ist der Patrick, dann kommt René, Christopher, Tim, Finn, Tim Wahl, Jan und Dominik. Der Frederik Südhoff lässt sich das auch nicht bieten, fährt jetzt die schnellste Rennrunde, 13,73. Ronald ist gefahren, 13,74. Nein, ist ein 13er Zeit, bin ich. Nein, 11 natürlich, klar. 11,74. Der Ronald, 11,73 ist der Frederik gefahren. Es führt die 1 vor der 2, der 3 und der 4. Dann die 5, 6. 9, 7, 10, die 8. Fahrzeit noch 3 Minuten 30. Ausgefallen Tim Wahl. Freddy hat einen Vorsprung von 0,7 Sekunden jetzt auf den Ronald. Dominik guckt den Rückspiegel. Ein bisschen Luft ist noch. Merkt doch, dass der Frederik hier jetzt 3 Wochen zum Training hier war. Fahrzeit noch 2 Minuten. Ja, die sibirische Kälte kommt dann das Auto gut zu kennen, oder? Ja, ja. Da wusst ihr, was für Öl da rein muss. So, Fahrzeit noch 1,30. Schnellste Rennrunde jetzt gefahren, Frederik Südhoff, 11,70. Tut ist auch schon mal eine 11,6 gefahren. Abstand zwischen den beiden 1,8 Sekunden. Oh, ist jetzt etwas geringer geworden, noch 1,4. Auf der 3 ist die Startnummer 3, dann die 4, die 5, die 6. Abstand wird geringer zwischen Ronald und Freddy, nur noch 0,9 Sekunden. Aber hier ein kleines Tänzchen vom Ronald. Das hat ihm jetzt mal locker 2,1 Sekunden gekostet auf den Frederik Südhoff. Nur noch knapp 50 Sekunden Restfahrzeit. Es führt die 1 vor der 2, der 3, der 4. Der 5, der 9 und der 6. Christopher denkt daran, dass es keine Berührung gibt wie vorhin. Oder René dann seinen guten Platz verloren hat dadurch. Eine saubere Geschichte möchte ich da diesmal haben.
Fahrzeit noch knapp 15 Sekunden. So, meine Herren, der Lauf ist zu Ende. Gewonnen hat den Lauf der Frederik Süddorf, Ronald Völker und Patrick Pasch.